Schönen guten Abend. Vielen Dank fürs Kommen. Der Termin, Sie haben es gehört, war nicht leicht zu finden. Trotz alledem hätte er kaum besser gewählt sein können, weil heute war in Sachen TTIB ein relativ aktiver Tag, was die öffentlichen Stellungnahmen betrifft. Anlässlich des Besuches der EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström in Wien. Sie hat uns gesagt, die Aufgabe der Politik und der österreichischen Politiker ist es, die Öffentlichkeit von TTIP zu überzeugen. Ja, das. Die EU-Staaten haben die Kommission einstimmig gebeten, TTIP zu verhandeln, auch Österreich. Warum ist sie vor Deutschland schon nach Österreich gekommen? Es gab eine Konsultation der Europäischen Kommission mit, wie man heute weiß, 150.000 Reaktionen und Anregungen. Davon kamen allein aus Österreich 33.000. Man kann sagen, Österreich scheint ein kritisches Land zu sein, was TTIP betrifft. Am heutigen Tag wurde bereits die Forderung nach einer Volksabstimmung zu diesem Thema erhoben von verschiedenen Parteien. Und morgen gibt es eine Europastunde im Nationalrat, wo das Thema sicher weiter intensiv behandelt wird. Was erhitzt die Gemüter, worum geht es? Für alle jene, die jetzt nicht ganz in der Materie drinnen sind, wofür steht TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA. Der EU heißt, alle Mitgliedstaaten werden gemeinsam vertreten von der Europäischen Union, die dieses Abkommen verhandelt. Es gibt ein weiteres Abkommen, das in diesem Kontext zu nennen ist, das heißt CETA, Comprehensive Economic and Trade Agreement, zwischen der EU und Kanada. Darüber werden wir vielleicht etwas hören. Und noch ein drittes Abkommen, über das man überhaupt nicht sehr viel weiß, glaube ich. TISA Trade in Services Agreement. Ja, das die Europäische Union mit 21 Ländern gleichzeitig verhandelt. Man muss noch wissen, dass diese Abkommen, die eigentlich so multilateral sind, wenn ich das jetzt, ich weiß nicht, wie man das technisch richtig sagt, ja, also die bilateral, aber zwischen einem Multistaat wie Europa, kein Staat, eine Staatenverbindung, verhandelt werden, die stehen im Kontext internationaler Abkommen im Rahmen der World Trade Organization, WTO, wie GATT, GATS oder TRIPS, die das Urheberrecht etc. betreffen und Freihandel, und auch im Kontext des UNESCO-Abkommens oder dem Einkommens zum Schutz und der Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen. Allgemein wurde kritisiert an der Vorgehensweise Geheimhaltung, Investorenschutz, Sonderklagsrechte, Schiedsgerichte etc. Das ist heute nicht so sehr unser Thema, weil wir uns heute über den kulturellen Aspekt dieser Verhandlungen informieren und diesen diskutieren wollen. Für die Kultur geht es ganz kurz um TTIP und die Auswirkung auf die europäische Subventionslandschaft und die Frage, ob man kulturelle Sektoren ausnehmen kann. Ich werde dem Podium jetzt gleich drei Fragen als Leitfragen mit auf den Weg geben, bevor sozusagen die Eingangsstatements kommen. Erstens, soll die Politik überzeugen, wie Frau Malmström sagt? Wenn ja, wovon eigentlich und wie? Oder soll der kulturelle Sektor, der sich sehr kritisch meistens äußert, mitgestalten, statt Ablehnung zu äußern, wie das zum Beispiel Norbert Lammert, der Präsident des Deutschen Bundestags, gefordert hat? Oder soll TTIP schlicht gestoppt werden, wie es von vielen Bürgerorganisationen verlangt wird? Drei unterschiedliche Möglichkeiten, an das Thema heranzugehen.